So. Jetzt machen wir es ein bisschen gemütlicher. Jetzt erstmal ein herzliches Grüezi an unsere lieben Zuschauer in der Schweiz. Und zwar an alle beiden, meine Damen und Herren. Mit arschknapper Mehrheit, das haben Sie verfolgt, haben die Eidgenossen dafür gestimmt, Zuwanderung ab jetzt zu reglementieren. Ein Schock für die EU, besonders aber für die 300.000 Deutschen in der Schweiz. Was die sich jetzt anhören müssen. Die Deutschen sind halt sackbumsfrech, da sind wir. Also, man hat, also wirklich, das gibt's aber nicht. Man hat uns Deutschen im Laufe der Geschichte schon allerhand vorgeworfen. Manchmal nicht ganz zu Unrecht, aber sackbumsfrech geht zu weit. Ich dachte, die Schweizer mögen uns. Wir können nicht alle Arbeitssucher aus ganz Europa bei unserem Land aufnehmen. Es reicht schon die Deutschen und die Österreicher. So, damit ist die Grenze überschritten. Werfen die uns mit Österreich in einen Topf? Ich glaube, es hackt. Ja, aber das ist ein europaweiter Trend. Ne? Diese Sehnsucht nach dem muckeligen Nationalstaat, möglichst fast ohne Ausländer. Ja, wenn Sie demnächst in die Schweiz fahren, dann müssen Sie wahrscheinlich wieder Ihren Pass zeigen. Hier erste Reaktionen von langjährigen Schweiz-Touristen. Gefühllose Leute hier. So, Freunde, eins sage ich euch, niemand bringt ungestraft unseren beliebtesten Würstchenfabrikanten zum Heulen. Ab jetzt ist Krieg. Ich werde nun als symbolischen Akt und begleitet von depressiver Alphornmusik einen Laib Schweizer Käse draußen vor unserem Studio in die Luft jagen. 5, 4, 3, 2, 1. Nimm das, Schweiz! Es soll euch eine Lehre sein. Ja. Ihr habt es nicht anders gewollt. Ne? Wir EU-Bürger, wir mögen das eben nicht, wenn man sich abschottet. Hm? Gut, die EU schottet sich selber ab am Mittelmeer. Aber da landen ja auch richtige Ausländer. Wir Deutschen integrieren uns doch vorbildlich bei euch. Ja, wir belegen sogar Kurse, um eure Sprache zu lernen. Geprobt wird eine Szene in der Bäckerei. Echt? Zwei Weckli? 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 Und zwei Gipfli haben? Also soll jetzt nicht uncharmant klingen, aber ich würde nur ein Gipfli nehmen. Wie erniedrigend ist das denn bitte? Was müssen wir Deutschen uns denn noch alles gefallen lassen in diesem komischen Land da? Ich sage Ihnen eins, bald werden die ersten von uns abgeschoben. Ja, das war jetzt sogar Thema in der neuen Heidi-Folge. Heidis Freundin Clara ist ja Deutsche. Juhu, juhu! Claras Abschiebung ist endlich da! Hier steht, ich nehme Schweizer den Arbeitsplatz weg und soll mich sofort nach Deutschland verpissen. Das ist ja super! Und tschüss. Das werden wir euch nie verzeihen, dass wir den Kachelmann wieder zurücknehmen mussten. Raus, raus, raus! Tschüss, Peter. Sag mal, Ralf, ich verpiss dich endlich. Und lass dich hier nie wieder blicken, hörst du, Clara? Sonst setzt die Tracht Prügel. Blöde Kuh. Aber ich hab euch doch so lieb. Seh dich aber nicht. Wir hassen dich. Heidi, Heidi. Schlimm. Guck ich auch nicht mehr die Scheiße. Schweizer, wisst ihr was? Baut doch einen Zaun um euer Land. Das hat bei uns auch super funktioniert. Andererseits muss ich sagen, als wir unseren fleißigen Kollegen Ralf Kabelka neulich nach Bern geschickt haben, hat er zumindest dort erstaunlich tolerante Menschen getroffen. Auf einer Skala von 1 total super bis 6 total beschissen, wie findet ihr Deutsche? 1. 1. Wie finden Sie denn die Deutschen so? Ich würde sagen, das ist gut. Deutsche raus? Nein, Deutsche nicht raus. Wir haben sie geholt zum großen Teil. Also selber schuld? Ja, zum Teil selber schuld. Salut. Salut. Sie kommen hier, Sie sind ein typischer Berner. Nicht wirklich. Sondern? Ich komme eigentlich aus Deutschland. Was machen Sie dann in der Schweiz? Von der Sozialhilfe leben. Ja!
Ja, genau, Schweizer. Ab jetzt schicken wir euch nur noch unsere Besten. Ja. Die Mehrheit der Eidgenossen leidet wohl unter, und das ist mein neues Lieblingswort, Dichtestress. Verstehen Sie? Dichtestress. Also zu viele Menschen auf zu engem Raum. Komischerweise hat aber vor allem die Landbevölkerung gegen Masseneinwanderung gestimmt. Wir schalten live zu Ulrich von Hesen in den Kanton Appenzell-Innerrhoden. Ulrich, gleich die wichtigste Frage. Heißt der Kanton wirklich so? Ja, Appenzell-Innerrhoden. Gibt's wirklich. Das ist der Nachbarkanton von Klötental-Wanderrhoden. 63% haben hier für eine strikte Reglementierung der Zuwanderung gestimmt. Dabei leben hier quasi keine Ausländer. Ehrlich gesagt, leben hier mehr Kühe als Menschen. Ach du Scheiße. Ein Eingeborener. Ja. Was glotzt der denn so? Hat wahrscheinlich noch nie jemand aus der Zivilisation gesehen. Die haben hier erst letzte Woche Strom gekriegt. Grüezi, Ziegenpeter. Na, alles fit im Schritt? Ich Deutsch. Du Almöhi. Hat er nicht verstanden. Wahrscheinlich spreche ich zu schnell. Ja, das ist es meistens. Ulrich, im Kanton Appenzell-Innerrhoden, den es, ich wiederhole es gern, wirklich gibt, leben 16.000 Menschen, davon auch kein Witz, 127 Arbeitslose. Denen geht's doch Gold. Was haben die für ein Problem? Na, was wohl? Diesen unglaublichen Dichtestress. Natürlich. Gucken Sie mal, jetzt, wo ich hier auf der Alm stehe, sind wir schon zu zweit. Ich sage Ihnen, wenn der Opa noch einen Schritt näher kommt, dann muss ich dem nach den Dorfgesetzen heiraten. Ulrich, ich will Sie nicht beunruhigen, aber ich habe das Gefühl, der Innerrhodener, da ist irgendwie sauer auf Sie. Echt? Huhuhu. Rette sich, wer kann. Ein wütender Schweizer, das ist fast so gefährlich wie eine tollwütige Schildkröte. Keine Angst, bis der hier ist, habe ich mein Abitur nachgemacht. Gut. Dann melden wir uns gleich nochmal und schalten jetzt live an die deutsch-Schweizer Grenze zu Albrecht Humboldt, wo sich zur Stunde die Ereignisse überschlagen. Albrecht, was ist denn da los bei Ihnen jetzt im Moment? Oliver, hier stirbt gerade die europäische Idee. Die Schweizer wollen uns Deutsche nicht mehr haben. Ich sehe hier einen schier endlosen Flüchtlingstreck. Tausende von deutschen Zahnärzten und Anlageberatern verlassen die Schweiz, weil man uns hier nicht mehr haben will. Mhm. Verzeihung. Nicht mehr haben will in einem Land, das wir aufgebaut haben mit unserem Schwarzgeld. Ja, Moment mal, aber noch wird doch gar keiner rausgeschmissen. Demnächst soll es halt so Quoten geben für bestimmte Nationalitäten, Albrecht. Wir Deutsche warten nicht, bis man uns rausschmeißt. Wir spüren, wenn wir nicht mehr erwünscht sind. Das ist die legendäre deutsche Sensibilität. Ja. Oliver, die Schweizer hier behandeln uns plötzlich wie, ja, ich sag jetzt einfach mal das hässliche Wort, wie Ausländer. Ja, in der Schweiz sind wir ja auch Ausländer, hallo? Jetzt machen Sie auch mal einen Punkt. Wir sind doch keine Ausländer. Ausländer haben einen Gemüseladen oder verkaufen Handys. Das hier sind Akademiker. Darf ich kurz daran erinnern, dass der Ausländeranteil in der Schweiz bei 24% liegt? In Deutschland sind es gerade mal 9. Können wir da wirklich mit Steinen werfen? Diese Schweizer sind einfach hinterhältig. Jahrzehntelang haben sie gutgläubige deutsche Prominente dazu verführt, gegen ihren Willen Steuern zu hinterziehen. Mhm. Hier ist eben gerade eine weinende Alice Schwarzer vorbeigekommen. Mit einer Schubkarre voller Geld. Und nur bekleidet mit einem Pelzmantel. Mit nichts drunter! Ja! Also ich sag's Ihnen ganz ehrlich, ich bin durch mit dieser Schweiz. Nie wieder Toblerone, nie wieder DJ Bobo und eure scheiß Rolex, die will ich jetzt auch nicht mehr! Meine schöne Rolex! Ihr Schweine! Ja, Albrecht Humboldt, das war ja mal eine völlig sinnlose Schalte. Vielleicht... Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis der nächste Minister bei Merkel zurücktritt. Vielleicht schauen wir noch mal ganz kurz in den Kanton Appenzell-Innerrhoden. Ulrich, hat sich bei Ihnen irgendwas getan? Nö. Ich habe mir noch kurz ein Käsefondue gemacht. Ich will dem Opa hier wenigstens eine Chance geben. Ja. Alles andere wäre unsportlich. Mmh. Ah. Mmh. Mmh.
sicher, die Appenzeller Innerrhoden sind nicht die hellsten Birnen im Lappenladen. Aber der Käse, ein Träumchen. Das freut mich sehr. Ulrich von Hesen und Albrecht Humboldt, meine Damen und Herren. Vielen Dank. In die Schweiz.